Lara, what do you expect to find in there? Do you really want to know? No, but you should tell me anyway. There's the soul of an ancient sun queen trapped in a dead body. Her rage is what's causing these storms. If we destroy the body, the storms will stop. Right. And why does Matthias want Sam? I don't know. And that's what's scaring me the most. Look, I know this is a crazy plan. Yeah, it is. But right now, crazy is all we got. So let's do this. No. I'll need you and Reyes to guard the main entrance while I go in after Sam. You're going in there alone? More people means more danger of being spotted. I need you here taking out as many of those bastards as you can. It won't just be the Solari either. There'll be others. Samurai, the Queen's Storm Guard. Look, anything that's not me or Sam, shoot it. My little bird. This isn't goodbye. I'm not gonna say goodbye. We got your back, Laura. Hey, hey, willkommen zurück zu Tomb Raider. Ja, es geht Schlag auf Schlag. Wir müssen wahrscheinlich mittlerweile schon bei 98% sein. Als nächstes würde ich gerne eine kleine Umfrage hier mit reinbringen. Ist nicht schwierig, ihr müsst nur klicken. Aber das sollte ja möglich sein. Ja, es geht ein bisschen darum, wie es hier weitergeht. Dann später sozusagen. Also schauen wir doch mal, was wir hinter der nächsten Abzweigung finden. Sam, she's still alive. And the good doctor. What the hell are you doing, Whitman? Who are these? The Storm Guard. People. They guard the monastery. They wait only to be introduced to their new queen, by the one who brought her back to us. Of course. I've encountered these archaic tribes before. Let's get some awards, James. What is he doing? My name is Dr. James Whitman. I come to you in peace. I bring you your new queen. Oh, no. Your queen! What is it in Japanese? Your... Jo! My... No! 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 Yay, Whitman ist tot. Super. Hat ja ewig gedauert, schon lange nicht mehr so einen unglaublich unsympathischen Charakter in einem Videospiel erlebt. Ja, wie soll es weitergehen? Zwei Annotations für euch zum Klicken. Und zwar nach Tomb Raider soll ich Resident Evil spielen, also nicht nur die 1, sondern alles, was ich so da habe. Und ich bin Resident Evil Fan, ich habe alle Spiele da, zumindest alle Spiele der Hauptreihe. Für auch mehrere Konsolen. Oder soll ich verstärkt Muramasa The Demon Blade weiterspielen? Das wird ohnehin weitergehen, also ganz klar, mir macht das Spiel ja auch Spaß. Aber soll es eher so im Hintergrund laufen, wie momentan, also dass hin und wieder mal ein Video kommt, oder soll das hauptsächlich gespielt werden? Das liegt in eurer Hand, klickt einfach auf eine der Annotations, wenn ihr auf euren Mobilgeräten keine seht, versucht sie einzuschalten und darauf zu klicken. Wir zählen dann die Stimmen aus und werden dann schauen, was als nächstes kommt. Also ich würde mich über beides freuen, keine Frage. Also mir macht auch Muramasa The Demon Blade Spaß, also das hauptsächlich zu spielen. Klar, warum nicht? Ansonsten Resident Evil, alles, allesamt tolle Spiele.
auch Teil 5 zum Beispiel, was viele gar nicht denken, dass mir das gefallen würde als Resident Evil Fan der ersten Stunde, aber ja, auch Teil 5 gefällt mir. Zu Teil 6 möchte ich nur sagen, keinen Kommentar. Ja, also klickt fröhlich auf die Annotations, wir zählen die Stimmen aus. Auch mehrfach klicken wäre möglich. Oh, ja, also wir sind ja gerade mitten bei den Uni-Kumpels und da gilt es irgendwie, sich vorbeizuschleichen. Am besten. Also es wäre jedenfalls praktischer, nehme ich an. Frage ist nur, wird man jetzt auch trotzdem hier hinter der Mauer gesehen oder kommt man da irgendwie gut vorbei? Naja, versuchen wir es. Ja, mal sehen, ich muss ja sagen, ich würde ja auch gern, wenn es auf Zuspruch stößt, am Ende der Talk-Videos hin und wieder mal so kleine Annotation-Polls setzen, weil eigentlich vor jedem Talk-Video fragen wir uns immer, was sollen wir spielen. Also da geht es nicht mal nur darum, welches Spiel sollen wir jetzt wirklich spielen dieses Mal, sondern da geht es schon um Grundlegenderes, wie zum Beispiel, welche Konsole soll man eigentlich benutzen. Also man könnte auch hin und wieder mal Umfragen machen, welches Spiel mal in einem Talk-Video zum Beispiel im Hintergrund gespielt werden soll. Themen könnte man auch mal so per Umfrage irgendwie bestimmen, also würde mich ja freuen, wenn der ein oder andere da sich ein bisschen beteiligt und wir dadurch einfach vielleicht mehr Interaktivität bringen können. Ja, zugegeben, die Wahl hier zwischen den beiden Spielen war jetzt nicht sehr, sehr krass, weil Muramasa The Demon Blade werde ich ja, wie eben gesagt, weiterspielen. Sonst hätte ich es ja nicht angefangen. Das ist was, was mir mehr und mehr negativ aufstößt an Tomb Raider. Diese wirklich sehr, sehr häufig eingestreuten Sequenzen, die manchmal überhaupt keinen Erzählwert besitzen. Weil, besser das jetzt wirklich reell besser gemacht? Eigentlich nichts. Aber was soll's. Oh, die Pistole schon viel, viel früher aufwerten sollen. Ich denke nicht, dass die am Leben sind, Lara. Du bist hier diejenige, die an die Sonnenkönigin glaubt, die die Stürme verursacht. Warum kannst du nicht einfach sagen, das sind Zombies, das sind Geister? Naja. Talked about a soul in a decaying body being the cause of the storms. I know he must be talking about the last Sun Queen, but I don't understand what Himiko has to do with this. She was the first queen. Somehow Matthias thinks Sam's connected, and that can't be good. Damn you, Whitman, you'll do anything for a story. I know the answer is inside that ritual chamber, but getting to it won't be easy. The Stormguard are devoted to guarding it. I know I have to do this, but I'm so scared of what I'm going to find in there. Oh. Also immer noch Sam retten, nach wie vor. Ich habe ja auch noch bedeutend mehr Kostüme, aber irgendwie ich bin nicht so richtig zufrieden hier mit dem Kostümangebot für Lara in Tomb Raider. Das Original, was grundlegend dabei ist, ist eigentlich schon mit das Coolste, aber ich spiele das Spiel nun wirklich schon so häufig. Naja, da musste mal was anderes her. Okay, wo soll ich hin? Wie soll ich das tun? Soll ich da lang? Ja, na klar. I like your
Werden die jetzt von Matthias merkwürdigen Solari-Typen angegriffen oder von den Zombie-Geister-Samurai-Typen? Na gut, ich habe irgendwas von Shooting gehört, wahrscheinlich. Wer weiß. Oh, oh Gott, ja. Es fällt mir wieder ein. Diese Stelle ist unglaublich scheußlich. Also, die habe ich bis jetzt nur einmal gespielt auf dem PC. Als ich das zum ersten Mal durchgespielt habe. Da war ich auch nicht voll aufgepowert, nicht richtig viel zwischendrin gemacht. Bin einfach nur die Story so entlang gewatschelt. Da war die Stelle richtig, richtig fies. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Also, erstens, ich bin kein unbedingt talentierter Tastaturmausspieler, deswegen, ja. Oh, sehr schick. Wieder ein Achievement. Ich sollte mal nachlesen, was das bedeutet. Wahrscheinlich irgendwie sollen so viele Leute mit dem Sturmgewehr umgebracht oder so. Naja, momentan läuft es ja ganz gut. Wir wurden noch nicht überrannt. Noch nicht. Jetzt habe ich die Orientierung verloren. Oh, das war praktisch. Darf nur nicht die Munition ausgehen lassen, versiegen lassen. Munitionsnachschub versiegen lassen. So, konnte ich doch noch einen anständigen Satz bilden. Sehr schön. Ja, sieht doch ganz gut aus. Ich denke, so können wir weitermachen. Munition ist auch noch da. Ich weiß nicht, warum ich gerade just nicht den Bogen verwende. Eigentlich ist es meine Lieblingswaffe in diesem Spiel, aber egal. Wahrscheinlich, weil ich schon ohnehin sonst Panik geschoben hätte. Kann man das zerschießen? Hm? Ah, cool. Oh. Sehr schön. Das bringt mir bestimmt noch etwas im Nachgang. Ist bestimmt alles voll mit Secrets und noch tollen Sachen, die man aufsammeln sollte für ein 100%. Was ich ja tatsächlich auch anstrebe, ich hätte gern 100%. Gerade wegen den ganzen Achievements. Gut, nach wie vor noch genug Munition. Ja, man könnte ja doch langsam mal weiter vorrücken. Also momentan so richtig gefährlich scheinen die mir gar nicht zu sein. Irgendwie. Stimmt schon, was man so sagt. Nach einer Weile in diesem Spiel ist Lara dann irgendwann nicht mehr aufzuhalten. Und mir fällt wieder auf, ich nehme eigentlich kaum den Granatwerfer im normalen Spielverlauf. Irgendwie, ich vergesse es immer, dass er am Sturmgewehr dran montiert ist. Naja.
Na, ja, das sieht doch gut aus. Ich sehe nur noch Leichen. Oh. Oh. Mm. Oh. Crap. Kommen hier noch Kollegen? Ja. Turm sprengen. Super. Und die dramatische Musik will mir sagen, gut gemacht. Also, nehme ich jetzt einfach mal stark an. Naja, vielleicht nicht die beste Position, aber geht schon. Au, au, Immerhin kann man einiges überblicken. Oh. Oh. Wow, das war knapp. Wieder ein bisschen Abstand gewonnen. Also irgendwie, ich muss echt sagen, das sieht jetzt gar nicht so gravierend schlimm aus, wie ich das in Erinnerung hatte. Also meine Erinnerung trügt da auch nicht. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das ziemlich scheußlich war. Aber naja, dann wird es ja besser. Oder hat mehr Munition. Eins von beiden. Die Musik soll mir jetzt suggerieren, dass ich fertig bin mit Morden. In Ordnung. Natürlich, jetzt war der Wind für einen kurzen Moment so stark. Sonst liegt eigentlich nichts mehr rum, oder? Vielleicht noch Leichenteile. Oh ja, Munition. Munition, es kommt bestimmt noch ein Kampf gegen so einen fetten Uni-Wächter. Also das ist mal spoilerfrei gesagt, weil ich weiß es wirklich nicht mehr. Naja, okay. Das war jetzt eher kein richtig krasser Klimax. Na dann, an der Stelle weiter. Bis zum nächsten Mal.